So, da bin ich wieder. Hab gerade den dicken, fetten Bossbockhauer. So ein Bossbock. Hauer. Und Hauer nochmal. Hier, dieses zwei hin da. Immer zwei Hits und dann fällt er schon hin. Immer wieder aus Bam. Einfach zwei Hits. Der war eigentlich ganz easy. Aber wahrscheinlich hat die Waffe ein bisschen gelitten. Okay. Am besten den hier, ne? So. Tada! Da ist er. Mal sehen. Und der geht jetzt gleich. Bam! Das liebe ich ja. Warte, wo bin ich genau? Ah. Hä, bin ich nicht schon da drin gewesen? Okay, ne? Ja, okay, da war ich schon. Alles klar, dann bis zum nächsten. Was ist hier? Das habe ich auch gefunden. Ah, noch ein Krog. So, haben wir nichts, was flammbar ist? War zu sehr flammbar. Ich hätte die einen Dinger machen sollen. Ach Gott. Was war das denn jetzt? Ja. So. Da ist er. Und der nächste Krog. Zwei Juppianer. Da kann man reinklicken. Dass ich keinen Fallschaden bekomme, ne? Das ist schade. Klar, ich bekomme auch nicht von der. Dumm wie Sau. Dumm wie Brot. Ey, ihr seid dumm wie Brot. Ich schmeiß ihn mit Stein. Brockenhammer. Kann da was? Ach, das ist genau da. 5. Oh, warte mal. Das. Außer schon das. Ah, ich hasse mal so diese Langschwerter. Ohne Witz. Eins. Opal. Opal. Bis gleich. Einmal. Andere Waffe wäre geiler. Den hier.
Sind wohl schnell kaputt, mal. So, was haben wir hier? Holzpfeile. Und was Neues. Moblin Horn. Krass. Ich freue mich gleich schon auf das Bauen. Das werde ich mal offline machen. Und euch zeigen dann. So. Und guck mal da hinten eine an. Pferde. Na, ich hast du nur. That's baby. Du, 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 du. Ja, komm, scheiße. Ja, die modifizieren es aber lohnt sich auch gar nicht, weil die immer so schlecht geguckt war. Oder sind die besser dann? Das ist die Scheiße. Ist nicht einfach ein Stock. Und es regnet. Oh nee, sie wird bewacht. Oder? Was ist denn hier los? Wie es aus dem Brunnen machte. Hä? Die Leiter? Ist das der Quest? Ein Glück, endlich konnte mich jemand retten. Tja, mir ist hier was reingefallen und da bin ich hinuntergeklettert. Und beim Versuch rauszuklettern ist die Leiter kaputt gegangen. Ich muss sie reparieren mit einem Holzbrett oder was? Hat es gemerkt und ist einfach weiter. Ich meine echt jetzt. Ich bin vielleicht erleichtert, dass du hier bist. Aber was machen wir jetzt? Die Leiter ist ja kaputt. Die Leiterbruchstücke ist noch da, also müssen wir sie damit nur reparieren. Aber ich komme nicht ran. Junge. Ich teleportiere mich einfach nach oben. Du kannst sie verschlungen. Wir sind damit. So. Ich zeig dir, wie es geht. Das sind wieder Leiter. Bitte. Geht das schon oder ist nicht geschehen? Hast du repariert? Du bist ja unglaublich. Also los, nix wie raus hier. Danke für die Geige. Ich dachte schon, ihr müsst jetzt für mich immer da unten bleiben. Hier lasst ihn aber was zum Dank etwas geben. Nimm es ruhig. Oha, 50. Ich werde meinen Kumpel Jora befolgen, um die Reise mit ihm fortzusetzen. Wir wollen zum Stein am Berg. Und uns dort bei der Sonauer Forschungsgruppe bewerben. Mach's gut und danke noch einmal. Pass auf dich auf. Was ist das da? What the actually is that? So, da ist ja noch ein Typ. Diese Mayos leben also in Höhlen, ja? Wow, erschreckt mich doch nicht so. Ich dachte, mir bleibt mir das Herz stehen. Bist du etwa auch wegen den Mayos hier? Ah ja, die Mayonesen meine ich damit. Habe ich es mir doch gedacht.
dass sie sich doch losgeschickt haben. Es gibt da wohl Kreaturen um die Höhle heraus. Man nennt sie Mayo-Man. Sie leuchten anscheinend blau und können sich an Wänden festhalten. Richtig unheimlich. Ah. Da waren zwei etwas seltsame Leute am Stall des Waldes. Der liegt in Eldin, nördlich von hier. Die beiden wollen, dass ich ihnen was besorge, des Mayos hinterlassen. Dich haben sie also auch losgeschickt. Ah. Sie haben mir auch eine wertvolle Belohnung angeboten und da war ich Feuer und Flamme. Andererseits erscheint es mir etwas heikel, mich einfach so in den düstere Höhle zu wagen. Die Belohnung ist allerdings wirklich verlockend. Ja, gut. Oh, warte. Toll! Er spuckt einfach nur einen Rubin aus. Nur einen! Also, da sind noch mehrere davon. Können wir das mal austesten? Holla, die Weide, hab ich gerade erschrocken. Kommen die Fledermäuse raus. Jetzt eigentlich mehr? Ach du. Affen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Schlag. Wie viel hatte ich denn überhaupt noch Leben? Der Blaue war richtig OP, was ist mit dem? Gehen gestungen. Ah, hier ist es doch. Was ist denn hier los? Das sind diese Inseln da oben. Diese kleinen Inseln, die ich auch eben gesehen hatte. Oder am Anfang. Von hier. So. Stall der Sümpfe. Ah. Hey. Den kennt man doch. Terry. Ich bin Terry. Wow. Auch in Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienst meiner Kunden unterwegs. Ich biete Kleingetier und unentbehrliche Ausrüstung für Reisen auf dem Pferd des Lebens an. Und falls Ihre Reisekasse leer ist, kaufe ich Ihnen auch Waren ab. Ich mache Ihnen einen guten Preis für Edelsteine. Oh ja, falls Sie welche haben, verkaufen Sie sie mir. Aber genug davon, was könnte ich für Sie? Wasserfrucht kenne ich nicht. Fittkröte. Fittkröte. Das ist eigentlich alles teuer. Verkaufen. Edelsteine. Gucken wir mal. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich die noch brauche, ne? Dings habe ich ja auch verkauft, weil ich die aber in Übermengen hatte. Lass mal. Ich lass mal es zu bestehen. Sorry. Oh. War aus Versehen. Ich habe Angst vor wieder bei, Tag. Ein Pferd, bitte. Willkommen in unserem Fall, wo du alles rund ums Pferd bekommst und dich auch selbst aussuchen kannst. Oh, du hast ja noch gar keine Stallmitgliedschaft. Das heißt, du im Rahmen einer Stallmitgliedschaft deine Pferdefreunde zugänglich. Da musst du dich registrieren, bevor du ihn nutzen kannst. Darf ich dich nach deinem Namen fragen? Link ausgezeichnet. Gut, wir werden uns dann um deine Registrierung kümmern. Weißt du, wie Ställe funktionieren? Nein, die. Da erkläre ich es mal eben. Du kannst bei uns Pferde unterbringen und die jetzt halt von einem beliebigen Stelle wieder mitzunehmen. Vielleicht sind wir unterwegs schon mit den Pferden beginnt, entfang eines und bring es her. Oh. Ja, meins steht aber ganz woanders. Meine steht im Dorf. Registrieren, kann ich die? Ah, du bist aber. Hast du ein Wildpferd gefunden? Ja, ich weiß, aber das steht nicht hier.
Oh. Oh, Stahlpunkte, Karte. Oh. Sammle Punkte und wie viel großartige Prämien für dich. Okay, das ist wieder so eine Geschäftsidee. Prämien erhältst du über den Stahlmitgliederbuch. Da findest du wichtige Informationen, zum Beispiel über Prämien und Stahlzug. Oh. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch. Ja, können wir irgendwann mal gucken, wenn wir überhaupt ein Pferd hier haben. So, welches Pferd soll ich mir denn klauen? Oh, warte mal. Der hat eine Quest für uns. Ah, ein Gast. Es wird nicht mehr lange hell sein. Daher solltest du den Wald da hinten meiden. Ein stark aussehender Monster, das sich seit neuestem in der Gegend umtreibt, hat sich hier mit seiner Bande eingenistet. Das ist ein ganz übles Ungeheuer. Sieh dir das nur an. Ich habe so hart gearbeitet, um einen Brunnen zu bauen. Und jetzt können wir ihn nicht benutzen wegen der Monster. Hey, ist doch nix. Hä? Ehrlich gesagt ist das mit dem Brunnen nicht mal das Schlimmste. Ich habe einfach einen neuen gebaut. Aber jetzt habe ich so viel Angst, dass die Monster eines Nachts den Stall angreifen, da ich nicht mehr schlafen kann. Oh. Wenn ich sie von hinten angreifen würde, ohne dass sie mich sehen, könnte ich sie vertreiben, aber das schaffe ich nicht. Wenn nur jemand wenigstens das größte Monster verjagen könnte. Oh. Deshalb jedenfalls solltest du vermeiden, den Wald da hinten zu gehen. Jo, Herausforderung angenommen. Eben könntest du mich da auch gerne an. Aber wir können auch mal in den Brunnen steigen. Ah, da ist die Wasserfrucht. Der Brunnen. Jo. Ganz schön tief. Achso, ich dachte, das wäre ein Monster, Alter. So, ich würde sagen, das machen wir. Hier. Topaz. Auch zum ersten Mal. Äpfel. So. Kultischen. Und dann geh mal in den Wald. Bis gleich. Was ist denn hier für ein großes Monster? Hier ist erstens ein Dungeon. Ein Schrein. Könnte man sich deportieren. Das ist sehr gut. Aber was ist denn das große Monster? Das Kind hat ein bisschen zu viel gesoffen, oder? Das ist eine Wildschweinarmee. Warte. Das ist ein Korb. Ich sehe schon. Ja, wenn ich jetzt hier abstelle, dann rollt er runter. Nicht? Okay. Nimm doch. Ein Viereck. Wo ist denn das Monster?
Das ist wieder so. Ah, das sind die Echsen. Ja, das sind auch Fässer, ne? Noch diese Scheiße, aber nicht mehr Feuerteile. Schiss, dass sie mich mit One-Hits machen. Weil der eine hat nämlich drei Herzen gezogen. Bam! Exhalbogen. Das ist ein Update. Exhalforsorn. Exhalforsporn. Und hier ist noch was. Schleichglöckchen. Kennt man? Schuss mal ein bisschen aussortiert. An dem Bogen. Auf den Boden. Auf den Boden. So. Felsenbumerang. Tu mal das weg. Was hab ich jetzt gemacht? Hab ich sortiert oder was? Hier ist auch, Scheiße, das wollte ich nicht nehmen. Das war nämlich scheiße. Warte mal. Ich will jetzt mal gerade was austesten. Aber nur was kurz austesten. Exile Boomerang. Oh, krass. Ja, da. Das kann weg. Warte. Wir nehmen das hier. Und jetzt will ich mal testen. Kann man diese Fässer an der Waffe binden? Oh mein Gott. Nicht dein Ernst. Scheiße, So Leute, es geht weiter mit Tears of the Kingdom. Nächste Folge. Da war noch so ein Moblin-Goblin-Moblin-Lager. Und hier ist halt dieser
Schrein, die wir als nächstes machen werden. Es gibt 120 Schreine und davon sind 31 versteckt, habe ich gelesen. Alter Schwede. Ich weiß aber nicht, wie viele Crocs es gibt. Das will ich mal googeln, wie viel es davon gibt. Was ist das? Was machen wir hier? Ich weiß gar nicht, wie heißt der? Wie heißt der? Vorwärts tragen. Was ist, wenn ich da reingehe? Nix. Muss schon was reintun, glaube ich. Das hier, was ich raten, das muss. Oh. Ah, warte mal. What the fuck, das ist ein ganzer Parcours da hinten. Ich analysiere mal. Also, ich tendiere mal. Nein. Ich tendiere mal. Dass dieses Auto fährt, wenn ich die Reifen schlage. Die Kugel tun wir hier drauf. Genau. Ich muss schon selber auch drauf. So, nächstes Rätsel. Da ist die Leiter. Die müssen wir ja irgendwie. Ich glaube, das Auto brauche ich echt nicht mehr. Verbinde mal das daran. Das kann ich nicht runterrollen. Jetzt ist es aber hier. Also, was macht das? Nicht viel, ne? Ja, das war aber schon anders als geplant. Ja, schade, dass das geht halt, ne? Aber ich habe jetzt keine andere Lösung gefunden. Sehr komisch gemacht. Okay, geht nicht weg. So, jetzt haben wir einen treibenden. Ey, das ist echt komplex. Schaut der mal hoch. Hallo, geht er mal hoch. Was bringt das? Das hier. Dann geht's runter. Was macht das hier?
hier einen Raum auf, wo wir hin müssen. Die Strömung ist genau andersrum, also... Müssen wir mal... Jetzt ist der erste schwere Dungeon. Muss ich sagen. Also, wir müssen das irgendwie umkehren. Bei. Wenn wir sowieso ein Booster da haben. Geil. Ich weiß nicht, ob da ein zweites Boot ist. Ah, das Boot ist hier aufgetaucht. Okay. Das hängt wieder komplett falsch, ne? Da ist die Schatztruhe. Junge. Ich habe mir eben schon gesehen, hey, warum ist das da? Was ist denn da im Wasser so orange? Aus Augenwinkel. Sharks wohnen am. Das ist mal weg. Den hier. Wir könnten auch Bretter bis da hinten platzieren, ne? Voll schief, aber okay. So. Scheiße, wir müssen sie mal von vorne anpacken. von hinten meine ich. Ja. Mal könnte man den schon rüber tun, oder?
Hab ich. Ja, war wahrscheinlich wieder anders geplant, aber keine Ahnung, wie man der Sturm dagegenhalten kann, wenn man hier die Gegenstände hat. Dachte ich mir. Schatz, du Hammer. Gehört schon ein bisschen ab, diese Denkzeit, aber... Ja, keine Ahnung, was ich da genau machen musste. Aber wir haben es geschafft, ne? Der braucht schon Leitern. Leitern brauchen wir nur zum Hochklettern. Ist hier noch was? Vielleicht auf der Seite? Nee. Haben wir denn schon alle zugemacht? Ja. Okay, es gibt immer nur eine Truhe. Ich weiß nicht, es war auch zwei. So. Macht er auf, den Lachs. Wunderbar. Sickes Licht. Bis gleich.